Und anknüpfend an das, was Daniela Dahn eben zu den alternativen Medien und Informationsquellen gesagt hat, bitte ich euch dringend und möchte euch wirklich ans Herz legen, den offenen Brief von Jochen Scholz an Präsident Putin. Jochen Scholz war Oberstleutnant der NATO-Luftwaffe und analysiert sehr klar die Situation in der Ukraine. Ihr findet den Brief im Internet unter dem Stichwort offener Brief an Putin. Dieser Brief setzt einen fundierten Gegenstandpunkt zu der Kriegshetze der bürgerlichen Medien. Aber abgesehen von der Kriegsgefahr bin ich zutiefst erschüttert über die physische Gewalt, das Banditentum und die Repression in der Ukraine und über zahlreiche Tote. Seit Februar 2014 sind offen faschistische Kräfte an der selbsternannten Putschregierung beteiligt, Svoboda und der rechte Sektor. Unterstützt werden diese radikalen nationalistischen Kräfte von den USA und der EU, auch von der Bundesregierung. Sie werden finanziell unterstützt und offenbar, wie jetzt bekannt und bestätigt wurde, auch durch den Einsatz von 400 Söldnern einer Privatarmee aus den USA, deren Vorvorgänger unter dem Namen Blackwater bereits im Irakkrieg berüchtigt war. Erhellend ist in diesem Zusammenhang eine Regierungserklärung der USA aus dem Jahre 2005, in der es heißt, dass das Schüren von Oppositionsbewegungen und Umstürzen in Osteuropa und in der islamischen Welt verstärkt fortgesetzt werden soll. Und Präsident Bush kündigte damals unheimlich aufregende Zeiten an. Wir sind mittendrin. Ich möchte, bevor gleich Capella Rebella spielt, noch zu zwei Rückblicken etwas sagen. Und danach, ist es möglicherweise besser, einen Moment der Stille zu haben und keinen Applaus. Der 2. Mai 1933. Die Gewerkschaften hofften nach der Machtübertragung an Hitler im Januar, sich irgendwie mit den neuen Machthabern arrangieren zu können. Die Einführung des 1. Mai als Feiertag schien diese Hoffnung zu bestätigen. Am 2. Mai aber brannten viele Gewerkschaftshäuser. Viele Gewerkschaftsmitglieder wurden an diesem Tag und in den folgenden verhaftet. Die Kommunisten waren schon Wochen zuvor dran. Jetzt folgten Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Viele haben nicht überlebt. 2. Mai 2014. Ein Demonstrationszug für die Einheit der Ukraine bewegt sich auf einen Platz zu. Das Gewerkschaftshaus von Odessa steht an diesem Platz. Davor ist ein Zeltdorf errichtet. So ähnlich wie in unserem Park. Dort stehen Infotafeln und einige Aktivisten sind vor Ort. Der Demozug sieht allerdings anders aus als unsere. Die Teilnehmer haben offensichtbar Baseballschläger und Schlagstöcke bei sich. Manche sind vermummt. Auf dem Weg wird bereits randaliert. Unsere Leitmedien bezeichnen diese Menschen als friedliche Demonstranten. Die Spitze des Bewegungszuges läuft kurz vor dem Platz los, überrennt das Zeltdorf, reißt alles nieder und zündet es an. Die Angegriffenen flüchten sich in das hinter ihnen liegende Gewerkschaftshaus, sind dort aber keineswegs in Sicherheit. Viele, über 100, werden in dem Gebäude sterben. Es ist keine Brandkatastrophe. Die Aktivisten vom Zeltdorf sterben nicht alle durch Rauch und Feuer. Sie werden ermordet, erschossen, erschlagen, stranguliert und verbrennen dann durch die Hand der friedlichen Demonstranten. Man kann das nur als Massaker bezeichnen. Manchen gelingt die Flucht. Manche springen aus den Fenstern des brennenden Gebäudes. So auch Andrei, der erst Mitte 20 ist. Er bleibt mit gebrochenen Gliedmaßen liegen. Eine Horde von Rechten prügelt ihn nach Augenzeugenberichten zu Tode. Seine Mutter ist nicht weit entfernt. Sie versucht, eine verletzte Frau mit ihrem Körper vor den Schlägen zu schützen. Als sie aufblickt,
sieht sie ihren Sohn, das Ende ihres Sohnes, muss sie mit ansehen und kann ihm nicht mehr helfen. Andrei stirbt vor ihren Augen.